Was ist gerade passiert? Ist das random, auf welchem Level dich Hand dich begrapscht? Ah, okay, es ist wirklich random. Heißt, ich hatte jetzt einfach so viel Glück gehabt, dass ich bis zum letzten Level einfach durchgehen konnte? Das ist schon echt Glück dann. Heißt im... Wow! Highspeed. Heißt das, im blödesten Falle fällt man in den Abgrund? Im blödesten Falle muss man da 5 Level durchmachen? Nee, nur 3 maximal, okay. Nee, lass das. Okay. Schieß mal. Geh weg. Nein, lass das. Können wir doch wieder lieber zu den langsamen Leveln gehen? Die fand ich ein bisschen angenehmer. Ah. Wieder ein Level, wo sich das Blatt sehr lohnen würde. Kann dieser Knochen endlich mal weg? Beziehungsweise nicht Knochen, sondern Schraubenschlüssel, aber... Sieht halt aus wie ein Knochen, den mit sich um sich rumwerfen. Mal ist es zu langsam, mal ist es zu schnell. Immer nur am Beschweren, dieser Jan. Ah, der hat so ein dummes Timing. Der steht da einfach so perfekt, dass man da irgendwie immer in den Reihen fliegt. Die lassen sich auch echt auch keine Zeit, ne? Oder die verschwenden keine Zeit, so um eher gesagt. Sofort werfen. Sobald die rauskommen, werfen. Richtig super aggressiv. Heißt, ich muss eigentlich sofort rüber und den weghauen. Sonst kommt der da. Ja, das Ding da oben ist gerade weniger. Alter. Geil. Weißt du, jetzt so ein Power-Up, ne? Wäre schon nett gewesen. Weil das ist jetzt der Bum-Bum-Kampf, wo ich verrecken werde. Okay, never mind. Alles clear. Mach nicht wieder diese. Alles gut gegangen. Jetzt hier hin? Ich habe zumindest hinten schon mal einen Shortcut geöffnet, glaube ich. Ah. Ich verstehe, warum es Land of Darkness heißt. Aber ich könnte jetzt einmal gucken, wo mich der Shortcut hinbringt. Willkommen in 8.1. Ja, das war alles nur Vorbereitung bis hierhin. Aber ich sollte es öfter sagen mit, ich schaff das nicht, dann klappt es. Witzigerweise. Nun. Und zurück. Schön, dass ich zumindest... Nein, ich wollte da rein. Schön, dass ich zumindest einen Shortcut geöffnet habe, aber ohne den nächsten bringt er mir auch nichts. Thank you.
Oh cool, bin wieder durch. Einfach die ganze Zeit werde ich ja nie begrapscht. So. Das Land der Dunkelheit. Oh, das sieht ja schick aus. So. Geht doch. Das ist sogar echt ein Level. Ich kann mich null daran erinnern. Oh. Aber so, wirklich null. Okay. Ich konnte nicht mehr nach rechts, weil ich einfach zu groß war. Oh, nice. Nach oben geschafft. So. Kurz mal warten, dass der hinten... Das war gemein. Schon ein bisschen, ja. Eigentlich, ganz ehrlich, brauche ich den Stern nicht. Mal eben kurz, was das Leben dahin kommt. Jetzt warten wir hier, bis das Blatt runterkommt. So. Nope. Jetzt ist die Frage. Okay. Hui, 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 hui. Was? Warum? Warum? Ich dachte, ich springe dann hoch. Der dumme Notenblock hat mich einfach verraten. Das war wunderschön, was ich da gerade getan habe. Hier nicht mehr ducken. Okay. Ich sterbe immer an was anderem. Den Pilz immer instant verloren, sobald ich ihn bekommen habe und dann da einfach die Hände verbrannt. Haben die auch eine kurze Zeit, bevor die nochmal schießen. Wobei, Moment, solange ich hier dran stehe, kann er ja nicht schießen, fällt mir gerade ein. Oh Gott, oh Gott. Mal da. Wobei, ich geh weg. So. Oh, okay.
Meine Güte. Das war schon echt ein knackiges Level. Ich laufe erstmal einfach mal durch und guck mal, wo ich... Lost the trap again. Also den Treibsand wollte ich übrigens dann doch mal ausprobieren. Genau zu dem Zeitpunkt, als Woggle das geschrieben hat. Weil ich dachte mir so, Treibsand. Verdächtig. Nein. Mann, lass das. Wenn ich laufe, sterbe ich eh. Oh, das ist das Ziel schon. Cool, und wieder 5 Leben. Das war gut geskippt einfach, das Level. Wenn ich bedenke, wie lange wir jetzt an dem einen Level saßen und das hier war einfach so flupp weg. Das ist ein Schloss, da ist noch eine Röhre. Wo bringt mich die Röhre hin? Gucken wir das erstmal nach. Ach so. Das ist die Röhre einfach. Wow. Worth it. Warum sollte ich diese Tür da oben nicht nehmen? Ach so, weil sie mich in den Tod führt. Ah. I see. Dann nehme ich diese Tür diesmal nicht. Außer ich hätte ein Blatt, was ich mitbringen könnte, dann könnte ich die nehmen. Sieht aus wieder wie so ein Level. Sieht halt einfach aus wie ein Rätsellevel. Was es höchstwahrscheinlich auch ist. Aber nach oben lohnt sich. Ich vergesse die zweite Kugel immer. Also dreimal im Level gestorben und noch nichts rausgefunden, ist schon mal eine sehr gute Quote. So. Versuchen wir die Tür da oben rechts zu nehmen. Im Idealfall ohne... Ach, never mind. Ja, ich bräuchte hier wahrscheinlich einen Pilz, um da halt richtig reinzukommen. Wait, ich komme hier aber gar nicht. Hä? Ah. Warte. Hä? Moment. Ach so, doch. Ich krieg jetzt hier einen Pilz. Yes. Also kann ich jetzt den Weg unten nochmal gehen. Und krieg jetzt hier wahrscheinlich eine... Irgendwie ein Blatt erwartet. Aber gut. Nein, lass mich. So. Jetzt kann ich jetzt auch hier rein. Nein, 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 nein! Alter. Der sieht verdächtig aus. Vielleicht. Das sind zwei. Ein bisschen blöd zeitlich versetzt, aber das funktioniert. Ist das jetzt richtig? Ist da unten was? Ne, da kam ich gerade her. Weiter nach rechts. Ja. Weiter noch weiter nach rechts. Wenn ich da runterfalle. Machen wir erstmal hier den Weg auf, bevor ich hier irgendwas mache. Der
führt mich in die falsche Richtung. Außer ich muss zu der Tür da. Das kann sehr gut sein. Ich hing einfach fest. Moment. Ui. Komm mal her. Da unten? Ja, das sieht gut aus. Vielleicht? Kommst du runter? Ja. Ach Mann. Oh, never mind. Aber das hat mir nichts gebracht. Ich habe ein Blatt bekommen. Oh, Moment. Aha. Ah. Was? Nein! Oh, wait, da ist noch eine Tür. Oh, no. Oh, nice, das war's. Boah. Bin ich froh, dass ich hier raus bin. Das war eklig. Ja, die Roto-Disc und ich, nee. Wir verstehen uns einfach nicht. Das wird nicht funktionieren. Ah, guck mal, da ist der Shortcut zum Anfang auf jeden Fall. Haben wir das auch? Ah, da. Der nächste Panzer. Panzer. Nee, hier ist der Panzer. Ich begrüße Sie. Gibt es denn wieder so ein Dude, Paul Panzer oder so? Perfekt. Ich hasse Paul Panzer. Ich habe, glaube ich, auch noch nie was von dem geguckt. Ich kenne halt nur diesen Spruch von ihm. Oh, interessant, dass die hier nur einmal rauskommen, die Maulwürfe. Das ist super seltsam, wenn man auf dem Boden steht. Und eben halt nicht auf den Sachen, die einen hier bewegen. Dann sieht das einfach super seltsam aus. Manchmal schaltet sich mein Sprachzentrum ab. Aber auch nur manchmal. Bum bum! It's a boom boom. Ich mag das einfach, ihn sofort im Sprung einfach zu killen, bevor er überhaupt irgendwas machen kann. Das ist super angenehm. So, dann. Bowser's Schloss? Einfach Laser. Okay. Okay, dann halt doch nach oben. Die Anti... Alter! Wie habe ich das noch überlebt? Schade. Vielleicht nehme ich mir zumindest mal so einen Pilz mit. So. Der Donut ab. Und für den Donut down laufe ich einfach nach rechts. So. Dann kurz warten. Ah, verdammt. Und das gleiche wieder nach unten. Das ist eigentlich immer der gleiche Bum-Bum, den ich da ermorde. Das
Nee, der seine Lektion nicht lernt oder morde ich gerade seine ganze Sippschaft? Tja, ich würde behaupten, es ist immer der gleiche. Und da ich ihm ja nur auf den Kopf springe, überlebt er das immer. Aber der lernt einfach seine Lektion nicht. So, die beiden nicht, dann bin ich wieder eins safe, dann zwei wieder nicht, dann bin ich wieder safe und eigentlich kann ich auch weiter. Solange ich mich hier an die Wand halte, bin ich auch safe. So. Diesmal mit ein bisschen mehr Geduld. Bis hier hoch kommen die Feuerbälle zum Glück nicht. Da unten ist doch safe ein Pilz. Die nehme ich jetzt eigentlich auch gerne mit. Moment, vielleicht? Das wird gefährlich. Ich sag's euch. Ja. Verkackt. Schade. Ich wollte den Pilz mitnehmen. Dann nehmen wir halt die Feuerblume von mir aus mit. Worth it. Aber jetzt weiß ich ja, wie ich hier auch gut durchkomme bis dahin hin. Komme ich eigentlich ohne Hit ganz gut durch. Probieren wir das nochmal. Einfach gar nicht erst warten, einfach durch. Ich wollte die Feuerblume eh nicht haben. Ein Pilz reicht mir auch aus. Ich könnte jetzt einfach wieder rechts rüber gehen. So ein bisschen warten. Wieder rechts rüber. Hier hoch. Und hier hoch. Zack. Sogar ein Blatt. Kann ich sogar hier nicht hochfliegen. Nice. So. Ich wurde gelasert. Oh, nicht jeder lasert. Boah, richtig oldschool mit dem Feuer. Hi. Ich weiß zumindest noch, wie man dich besiegt. Und zwar genau so. Du musst eine Arschbombe in den Tod machen. Hier halbwegs safe. Wie oft spuckst du eigentlich Feuer, bevor du deine Arschbombe machst? Zweimal. Eins, zwei. S-Bomb-Time. Das Problem ist. Eins, zwei. Wow! Ja, ist ein bisschen gefährlich, da einfach stehen zu bleiben. Wow! Mit gebaitet einfach, der Sack. Uiuiui! Alter! Kann ich einfach gehen? Nee, das ist Feuer! Alter, die Tür. Richtig Epilepsieanfall. Hello, Princess. I'm here. Ging ja doch echt flott. Ja. Thank you. But your princess in another castle. But our princess is... Als ob! Just kidding. Leider gut. Bye, bye. Naja, schon nochmal schön am Ende mit Your Princess in Another Castle. Ich cancel Peach jetzt auf Twitter. Gut, dass es Twitter nicht mehr gibt.
Ah, guck mal da. World 1. Grassland. Scheiß Prank-YouTuber. Desert Hill. Oh. Seaside. Guck mal, der hat sogar wirklich sogar eigenen Namen richtig. Heißt das, die haben einfach im Deutschen richtig langweiligen Namen bekommen? Big Island. Und im Englischen haben die einfach richtig, naja, etwas ausgefallene Namen. Ausgefalleren Namen wie The Sky. Iced Land. Nicht mal Eis, sondern Iced. Pipe Maze. Ja, im Remake haben die auch die ausgefallenen Namen. Ah, und Castle of Cooper. Yay. Ich weigere mich, X anzuerkennen. Ganz ehrlich, sagt irgendjemand auch wirklich legitim X dazu? Ich nenne es auch immer noch Twitter. Ganz einfach. Kein Bock, mich umzugewöhnen. Macht doch eh niemand. Niemand mag X. Jo, dann haben wir jetzt auch Super Mario Bros. 3 geschafft. Ja, dann. Safe and quit. Ja, in Zeitung oder Artikel steht immer X, ehemals Twitter, damit die Leute wissen, hä, was ist X? Ah, Twitter. Twitter weiß man halt. Jo, dann haben wir zumindest von den originalen Super Mario Bros. Teile alle geschafft. Mario Bros. 1, New Super, nicht New, Mario Bros. Lost Levels, Super Mario Bros. 2 und Super Mario Bros. 3. 3, muss ich echt sagen, fand ich durchweg das Beste von den Vieren. Also, man merkt echt, dass es wirklich sehr viel besser geworden ist, einfach. So im Vergleich zu den anderen dreien. Beziehungsweise eigentlich die anderen zwei. Das ist, nicht das. Das ist ja im Endeffekt auch nur ein reskintes Mario. Aber schon auf jeden Fall das Bessere von den Original Super Mario Bros. Teilen. Ich fand die Level waren vielleicht ein bisschen kurz hier und da, weil man waren teilweise wirklich einfach nur wupp, in einer Minute durch. Aber im Großen und Ganzen finde ich das sehr stark. Jo. Welcher Teil kommt als nächstes nochmal? Da wäre ich jetzt nämlich als nächstes zugekommen. Und zwar erstmal ein kurzes Päuschen, weil wir haben jetzt erstmal schon mal 4 von den alten Mario Bros. Teilen gespielt. Und die nächsten 4... jetzt Wonder mal ausgenommen von den New Super Mario Bros. Teilen. Da werden wir jetzt noch ein kleines bisschen Pause machen, damit ich vor allem erstmal meine ganzen aktuellen Projekte abarbeiten kann. Und werden dann in die DS, Wii, 3DS und Wii U Teile dann auch noch reingehen. Und ich denke mal, vielleicht kann man sich Wonder dann auch als Together mit Svenja dann auch am Ende noch machen. Jo. Aber erstmal haben wir jetzt die Original Mario Bros. Teile. Also die waren, war auch ganz okay, war schrecklich, war ganz okay into schrecklich, war super.